Tag 9 und Bradbury von Pompating begrüßt euch. Ach nee, falscher Film. Willkommen zurück zu Don't Starve. Es blüht und gedeiht und ja, wir haben Tag 9. Habe ich was zu essen? Ja, wir können mal kurz hier ein. Können wir davon was essen und dann können wir noch mal ein bisschen weiter kochen und dann müssen wir uns eigentlich auch schon wieder auf den Weg machen, weil der Winter naht bestimmt. Was haben wir denn hier alles für komische Sachen? Egal. Ich möchte noch weitere Felder bauen. Was haben wir denn hier? Was sagt unser Kochtopf? Quatsch, unser Kühlschrank. Unserem Kühlschrank geht's gut. Da bräuchten wir noch was. Da haben wir noch einmal Beeren. Da können wir noch eine Portion kochen. Und dann... Bling! Das ist schon wieder was reif geworden oder gar geworden. Was ist denn hier passiert? Achso, ich hatte kurz vor Aufnahmeschluss hatte ich hier, glaube ich, geerntet. Ich bin mir nicht sicher. So. Zack. Jetzt komm. Was ist denn jetzt los? Achso, hier, komm, ran da. Nein, du solltest das doch nicht essen. Ach Mann. Okay, dann gibt's halt hier zweimal Melone mit Möhren. Keine Ahnung, was das gibt, aber es ist bestimmt lecker. So, ich sollte mir vielleicht noch eine... Nehmen wir das mit? Nee, das brauchen wir auch hier rein. Zack. So, was brauche ich denn für weitere Felder? Für weitere Felder brauche ich alles. Alles und jenes. Wir müssen auf jeden Fall zu den Hunden gehen. So, das nehmen wir mal mit und auf zu den Hunden. Dass ich mal freiwillig, das ist auch eine Sache, die ich eigentlich nie gedacht hätte, dass ich mal freiwillig zu den Hunden gehe. Ich gehe nur mal ganz kurz hier nach links, um zu gucken, ob die Büffel noch ein bisschen gekackt haben. Da. Mhm. Nein, ich muss hier durch. Platz da. Den Bart lasse ich mir, glaube ich, stehen. Irgendwann hat mir mal einer von euch gesagt, das war vor Jahrzehnten, irgendwann hat mal einer von euch gesagt, dass der Bart wohl im Winter wohl ein bisschen hilft. So. Deswegen denke ich mir mal, können wir den mal lassen. Das nehmen wir auch mal mit. Ehrlich gesagt wären Fallen auch nicht schlecht, aber Fallen brauchen im Moment dasselbe Zeug oder ähnliches Zeug wie... Zack, zack, zack. Was haben wir denn da? Steine. Fallen brauchen ähnliches Zeug wie... Felder, also zumindest auch Stroh, glaube ich. Ne, was brauchen die? Deswegen, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Felder, wobei mir die Felder natürlich im Winter nichts bringen. Jetzt frage ich mich, sag mal, wann kam nochmal der Dierklops? Kam der am Anfang des Winters oder am Ende? Ich glaube, der kam am Anfang, am Ende, ne? Das ist meins, du brauchst da ja nicht rumzumampfen. Hier, jetzt sind wir bei den Hunden. Jetzt wird es schon wieder spät. Die nächsten Hunde müssten bei Tag 10 kommen, was wir jetzt leider auch schon wieder haben. Da ist der Hund. Da ist der nächste Hund. Ich will ja eigentlich gar nichts mit den Hunden zu schaffen haben. Das sind zumindest hier... Warte mal, die können wir mitnehmen. Nein, ich... Geh doch einfach. So, ist er jetzt weg? Ich glaube, er ist weg. Wofür sind die Dinger da? Kann man das hier abbauen und was ist drinne? Steine sind gut. Ich glaube, die sind harmlos, oder? Die tun mir nichts. Das ist meins. Ja, brauchst du gar nicht so rumkrächzen. So, haben wir hier noch mehr? Eventuell muss ich in der Walachei übernachten. Habe ich aber genug zu. Das ist aber... Was war das für ein Geräusch gerade? Da ist nochmal Steinchen. Super.
Hier, ja damit. Ne, wir müssen mal jetzt mal eine volle Ladung Steine sammeln. Das muss sein. Kann man die Dinger hier essen? Bin mir nicht sicher. So. Guck mal hier, tonnenweise Steine. Sehr schön. Was ist das hier? Aua. Nicht so gut. Okay, macht Aua, Finger weg. Verzapf dich. Ich guck mal, wenn wir schon in der Walachei übernachten, dann können wir auch hier ganz nach oben gehen und mal gucken, was wir hier noch so finden. Ich höre da irgendwas wieder. So, warte mal, das können wir auch über Nacht abbauen. Das heißt, hier werden wir uns mal ein Feuer hinsetzen, genau. So, jetzt fällen wir hier noch oder bauen hier noch ein bisschen. Super. Bauen wir hier noch ein paar Sachen ab. Haben wir irgendwas zum Verfeuern? Nee, haben wir natürlich nicht. Hackerachs. Da war nichts drin, das war alles. Ist ja erbärmlich. Wo ist meine Schaufel da? Ach, Vollmond. Wir können draußen bleiben. Sehr gut. Es ist auch ganz gut, dass wir nicht zu Hause bleiben, weil zu Hause sind jetzt die Meerschweine und randalieren da. Deswegen komme ich gleich ins Röcheln. Deswegen bleiben wir hier ganz artig. Und was passiert eigentlich mit Hunden bei Vollmond? Ich glaube nichts. Ich hoffe, die Wehrschweine sind... Ich bin mir nicht sicher. Sind die am Tag auch Wehrschweine oder sind die nur in der Nacht Wehrschweine? Bin mir nicht sicher. Und ich weiß nicht, ob ich es wissen möchte. So. Das heißt, jetzt können wir eigentlich schon wieder zurück auf den Heimweg gehen. Das ignorieren wir einfach. Wir haben ja Vollmond. Mal hier runter, guck mal, was hier so ist. Ach, guck mal, nochmal Steine. Haben wir hier nochmal Steine? Nein, alles gut. 47%, 75%, alles im Rahmen. Wir müssen nur aufpassen, dass hier nicht eventuell so ein Hund vorbeikommt. Was sagt meine geistige Gesundheit? Der geht es eigentlich blendend. Das heißt... Wir könnten ja mal durch das Wurmloch gehen. Da sind die blöden Hunde, die möchte ich eigentlich jetzt überhaupt nicht haben. Hier kommen wir vielleicht mal an das Gold ran. Komm, 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 beeil dich. Gold, Gold. Komm, sammel weiter. Gold musst du irgendwann brauchen. Und wenn es nur für den goldenen Käfig ist. Was habe ich denn hier für einen Verbrauch an diesen Dingern hier? Was ist das? Mein Essen? Oh, mein Essen. Nein, nein. Der Onkel kommt gleich. Nee. Nein. Oh, doch. Okay. Aho. Au, au. Vorsicht, Vorsicht. Du hast keine Rüstung an. Vorsicht. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung ran. Nein! Falsche Richtung ran. Düdelülülü. Düdelü, sagte ich. Ich sagte Düdelü. Okay. Into the Staff ist manchmal eine Entscheidung maßgeblich für den Tod und das Ende einer Spielwelt. Deswegen renn, mein Freund. Renn. Bin ich schon wieder falsch hier? Nein, hier ist richtig. Kusch. Okay. Habe ich viel eingesteckt? Nein, eigentlich nicht. Das können wir eigentlich mal mitnehmen hier. Der ist auch schon... Ist er immer noch da? Na? Na? Ist er weg? Ja. Jetzt ist er weg. Vorsichtshalber noch ein paar Meter zwischen mich und ihn bringen.
Und dann ist alles fein. So. Hallo Büffel, habt ihr rote Hintern? Nein, habt ihr nicht. Das ist gut. So, da ist nochmal Kacke. Muss ich aber dringend nach Hause. Was brauchte man? Sechs Büffelkacke, oder? Für ein Feld. Das heißt, 12 sollte ich schon haben. 11. Brust. Noch eine noch, komm. Eine noch. Nee, krieg ich gerne mehr. Halt, da ist noch ein Büffel. Und wo ein Büffel ist, da ist... Ja. Schnabbeldi. Bobbeldi. Lass mich das wertvolle... Klein... Nicht das Kleinod, sondern das Kleinkot von deinem... Naja, Hintern polken. Habt ihr mal Nilpferde kacken sehen? Nein, ist auch besser so. So, pass bloß auf, bloß nicht zu dicht an das Schweinelager gehen. Weil sonst gewaltiges Ungemach. So, das Futterzimmer kurz. Boah, ist okay. Eins davon kannst du auch noch essen. So, das hat sich doch schon mal gelohnt hier. Kann man da Kaktusfleisch reinpacken, bestimmt. Na. So, ist heute nochmal Vollmond? Ich glaube ja. Oder? Bin mir nicht sicher, ob da nachts nochmal, ob das 2 Tage hintereinander war. Zack. Zack. Einmal kochen. Und einmal pflanzen. Ich habe ja nicht genug Samen, fällt mir gerade 7 Teile ein. So. Können wir nochmal... Ja, wir können... Wie viel können wir denn? 1, 2 können wir noch machen. Okay, machen wir noch 2. 1, 2. Dann können wir nochmal einmal anpflanzen. Und dann haben wir nämlich schon... Massives... Nee, das ist meins. Massives Problem, was das betrifft. Schwupp. Ist das eigentlich wie in echt? Wenn ich den Kühlschrank auflasse, wird's schlecht? Nee, ne? Verpiss dich. So. Wir lagern mal kurz ein bisschen hier aus. Da haben wir noch Stacheln. Da können wir irgendwas draus bauen. Da haben wir noch Gold. Da können wir auch irgendwas draus bauen. Und der Rest, den lassen wir erstmal. Jetzt könnte man natürlich noch eine Angel bauen. Das lassen wir mal hier drin. Eine Angel geht, glaube ich, mit Seide, oder? Mit Seide. Warte mal. Wie ging so eine Angel? Ich muss immer so ein Auge... Was ist das hier? Ein exothermes Feuer brauchen wir nicht. Endothermes Miner Head brauchen wir nicht. Wo ist denn eine Angel? Pitchfork brauchen wir nicht. Ein Razor brauchen wir auch nicht. Was ist das? Fässerpinsel. Wo ist eine Angel? Angel. Bird Trap, Netz, Fishing Rod. Ach, 2. Könnte mal zu den Wehrschweinen gehen, aber ich muss aufpassen, dass die. Also zu den Schweinen. Ich muss aufpassen, dass es keine Schweine sind. Dass es Schweine sind. So. Wenn es nämlich keine Schweine sind, dann ein Problem. Vorsichtshalber legen wir mal ein Holz ein. Ich weiß nicht, ob es noch Vollmond ist. Schlaf ein. Es ist Nacht. Schlaf ein. Ich will dich töten. Schlaf ein. Nicht wegfliegen. Schön einschlafen. Gleich ist Nacht. Heia. Naja, oder du lässt mehr Samen da. Das ist auch okay. Was ist denn das da? Achso, das ist der Kopf. Es ist noch Vollmond. Sehr gut. Ich werde tunlichst einen großen Bogen um die Schweine machen. Das ist hier verrottet. Damit kann man zur Not etwas düngen. Das ist okay. Ah, steht alles. Das lassen wir mal hier stehen. Was passiert eigentlich, wenn ich das dünge? Also jetzt wächst dann schneller.
Fertilize. Ich probiere das mal hier aus. So, ich habe die mal gefertilized. Ich traue mir nicht, zu den Schweinen zu gehen. Ich gehe jetzt auch nicht zu den Schweinen. Wir sammeln noch ein bisschen Gras. Das brauchen wir auf jeden Fall. Die Büffel schlafen. Und dann könnten wir uns eigentlich schon ein paar... Also ich lasse es jetzt erstmal mit den Feldern, weil so viel Samen habe ich gar nicht, dass ich jetzt noch mehr Felder bestellen könnte. Und deswegen... Ja, damit... So, wie lange muss ich warten, bis die Wehrschweine, die in der Nacht Wehrschweine waren, wieder zu normalen Schweinen sind? Keine Ahnung. Wir werden es sehen. So. Irgendwas konnte man... Ah, da ist Samen, Samen, Samen. Ich baue lieber noch ein paar Fallen für die Viecher und gucke mal, ob ich noch eine Spinnenseide finde. So, ob man jetzt so langsam zu den Wehrschweinen gehen kann, die keine Wehrschweine mehr sind, wie ich beschlossen habe. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall finden wir hier Samen und Samen ist gut. Da ist ein Schweinehaus. Ich werde mich mal vorsichtig der Sache nähern. Wenn nicht, werde ich da erst nochmal kacke. Wenn nicht, renne ich mit dem Wehrschwein im Schlepptau und da sind nochmal Samen. Verdammt. Renne ich zu den Büffeln rüber. Dann können sich die Wehrschweine mit den Büffeln arrangieren. Mann! Ich brauche unbedingt die Samen und die Kacke. Jetzt, da ist noch mehr Kacke, es hört nicht mehr auf, es nimmt kein Ende. Kennt ihr das auch? Ihr rennt in Berlin über die Straßen, findet Kacke und freut euch einen Cola-Keks. Ist mir neulich passiert. So, seid ihr normale Schweine bitte? Danke. Sieht gut aus. Sonst wäre ich glaube ich schon längst angegriffen worden. Verpiss dich, das sind alles meine. Die Schweine, die Dings vermehren sich hier bösartig. Die Spinnen. Aber da sollen sich die Schweine drum kümmern. Die Schweine. Nee! Kannst du knicken? Hat hier irgendjemand... Nö, ne? Nee. Da sind nochmal Blumen. Ich brauche auch wieder einen Blumenhut. Ich könnte eigentlich schon anfangen, habt ihr gut gemacht. Eine Festung zu bauen. So, sind die schneller reif? Es sieht nicht so aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Nun geh doch mal da ran. So, da packst du mal rein. Beeren. So. Und jetzt baue ich mir da oben Fallen hin. Wann kommt der Winter? Tag 18, glaube ich, ne? Tag 18 müsste der Winter kommen. So, das ist Matsch, ich weiß, aber es ist auch... Das macht sie, glaube ich, sehr glücklich. Das können wir eigentlich mal. Eigentlich können wir uns mal hier noch. Ich muss das Zeug essen, weil es wird ja nicht besser. Das ist das Problem. So. Aber das Essen ist schon mal. So. Was wollte ich mir jetzt bauen? Razor nicht, eine Pitchfork auch nicht. It's getting, ja, it's getting dark soon. So, das sieht doch schon mal gut aus. So, jetzt wollte ich mir vielleicht, da ist noch was, das ist gut. Was gibt's denn als nächstes hier? Divining Rod, nee, was haben wir da noch? Thermal Measurer,
Brauche ich nicht. Ein Thermometer brauchen wir ehrlich gesagt nicht. Ein Rainometer brauchen wir ehrlich gesagt auch nicht. Gunpowder brauchen wir auch nicht. Lightning Rod, das könnten wir mal. Das sollten wir vielleicht mal aufbauen, falls es hier Gewitter gibt, ne? So, also vier dies und vier jenes. Okay, alles klar. Weil es wäre nicht das erste Mal, dass mir die Hütte brennt wegen. So, wo ist eine Lightning Rod? So, wo stellen wir die hin? Eigentlich wollte ich die hier so reinstellen. Ja, machen wir mal hier hin, komm. So, falls es hier wittert. Und ich wollte mir eigentlich auch noch einen Schirm bauen. Warte mal, da war doch eben gerade einer. Aus Pflanzen. Oder aus zwei Spinnenseide. Haben wir aber beides nicht. Ist natürlich blöd. Da unten ist was reif geworden, ich weiß. Ja, komm, holen wir uns das erstmal. Wir dürften jetzt eigentlich keinen Vollmond mehr haben, ne? Was ist denn jetzt hier reif geworden? Das da. Und ein Vogelkäfig müsste ich eigentlich auch bauen. Um mehr Samen zu produzieren. Was kostet denn so ein Vogelkäfig? Was war das? Ein Bird Cage, ne? Ne, Bird Trap nicht. Umbrella. Honig. Hellsalbe. Kompass braucht kein Mensch. Thermal Stone brauchen wir irgendwann. Piggyback auch. Wo zum Henker ist denn ein Vogelkäfig? Wollen wir mal übrigens mal Feuer machen? Wo ist mein Holz, wenn ich mal fragen darf? Wo ist mein Holz? Da. Was macht das da? So. Also jetzt noch ein Vogelkäfig, damit wir Samen produzieren können. Und ehrlich gesagt Spinnenseide. Wir brauchen Spinnenseide, damit wir. Konnte ich mir das nicht aus dem Bart machen? Ich glaube ja, ne? Das kann man sich, glaube ich, aus dem Bart produzieren. So, wir haben keinen Vollmond mehr. Die Schweine sind keine Wertschweine. Was habe ich da jetzt offen? Weiß ich nicht. Steine. Wer kreischt da so? So, wir müssen kochen. Ach komm, einer mit. So. Passt das da rein? Ja, das passt da rein. Blumen brauchen wir noch, die verkochen wir gleich. Das Gold packen wir mal hier rein, damit wir nicht verrecken. Das, keine Ahnung, was wir damit machen. Das, ja, legen wir erstmal dahin. Und was wollte ich jetzt bauen? Einen Vogelkäfig, wenn ich den finden würde. Piggyback. Healing, wo ist der blöde Vogelkäfig? Bakopu. B-Box. Drying Rack. Wo ist der Vogelkäfig? Ohne Witz. Woodgate. Brauchen wir alles nicht. Woodfence. Wo ist der Vogelkäfig? Moggles, was sind Moggles? Umbrella, Honey, Heilsalbe. Hab kein Vogelkäfig. Es ist kein Vogelkäfig da. Ohne Witz, wo ist der Vogelkäfig? Mann! Nee, wir können uns auf den Kopf stellen, wir kriegen keinen Vogelkäfig. Bienenwachs. Was macht man mit Bienenwachs?
man damit? Wir wissen es nicht. Ohne Witz, Freunde. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ich brauche doch nur... Ich will doch nur einen Vogelkäfig. Light ist definitiv kein Vogelkäfig. Das ist Survival. Umbrella. Kompass. Ich habe wahrscheinlich schon dreimal drüber gescrollt. Nein, es gibt keinen Vogelkäfig. Gut, 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 dann nicht. Dann bauen wir halt jetzt Fallen. Wir werden ja auch nicht, wird ja auch nicht besser alles. So, ich muss mal kurz bei euch vorbeikommen. Ohne Witz, warum? Waren denn hier, da waren irgendwo waren hier tonnenweise Fallen. Ich weiß nicht, wo das war. Tonnenweise Löcher. Also Kanickellöcher, ihr wisst, was ich meine. Ah, hier sind schon mal ein paar. Hier können wir schon mal ein paar aufstellen. So, Fallen. Eins. Zwei. 3, 4, set a trap. Set a trap. Set a trap. Weg da. Set a trap. So, jetzt haben wir kaum noch Gras. Dann können wir uns nämlich auch gleich hier Earmuffs machen für den Winter, wobei ich ja eine Mütze habe. Moment. So. Nee, das brauchst du gar nicht. Das ist mein Samen gewesen. Drecksvogel. Lauf, Karnickel. Wieder dunkel? Ist unglaublich. Ich meine, man kann natürlich diese Fallen auch benutzen, um Spinnen zu fangen. Natürlich auch nicht übel. So. Da können wir uns noch ein bisschen Gemüse mitholen. Wie viel Zeit haben wir noch? Ach, geht noch ein bisschen. Was ist das? Metal Potato. Ich weiß gar nicht, was man damit gemacht hat. So, da oben ist auch noch was. Da ist ein toter Schmetterling. Keine Ahnung, was das ist. Da ist eine Blume. Nehmen wir auch mit. Ach, es läuft gerade ganz gut. Meine Gesundheit, naja, die könnte etwas besser sein. Aber da sind nochmal Samen. Kusch, 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 kusch. So, können wir noch eine Falle bauen? Warte mal, wo sind die ganzen Fallen? Die sind hier unten. Da haben wir nochmal Pilze, die nehmen wir auch mal mit. Und nochmal Fallen, die nehmen wir auch nochmal. Ich meine Samen, die nehmen wir auch nochmal mit. So, Fallen. Eins. Zwei. Ja, kein Platz mehr. Noch eine. Haben wir noch Tageslicht? Ja, ein bisschen. So, jetzt schnell nach Hause. Schaffen wir das noch? Ja, ja, das kriegen wir noch hin. Nur aufpassen, wenn die Büffel rollig werden. Kann ich hier nicht mehr so durchrennen. So, da sind die Wutzens.
Oh, mein Essen ist fertig. Sehr schön. Ich habe nämlich auch schon Hunger. Wo ist es? Da. Hat jetzt nicht so viel gebracht, ne? So. Da kann man gleich nochmal Neues machen. Das packen wir hier rein. Gleich gucke ich nochmal nach, Henker ist der Vogelkäfig. So, also geht's uns gut, ja. Zack. Zack. So, wo ist der Vogelkäfig? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo der Vogelkäfig ist. Was ist denn die nächste? Da ist schon wieder was reif geworden. Keine Ahnung, wo der Vogelkäfig ist. Marble Suit wäre auch nicht schlecht. Boomerang. Ja. Boomerang könnte man sich kaufen. Birdcage! Da! Verdammt, wo kriege ich das? Da muss ich in den Sumpf gehen, ne? Ja! In den Sumpf, okay. Merkit ist bei. Da ist es. Okay, in den Sumpf. Wo kriege ich denn jetzt einen Sumpf her? Ich hatte irgendwo mal einen gesehen. So. Hier, das nehmen wir nochmal mit. Macht irgendwie so überhaupt gar nicht satt. Kann das sein? Hier, die Dinger sind geil. Also diese gestopften Dinger da. Diese Drachenfrüchte. Die machen so richtig gesund. Ich fühle mich auf allen Grund so geliebt. Ich weiß auch nicht warum. Die Welt liebt mich. Juhu. Kennt ihr das manchmal? So ein spontaner Anfall von Liebe? Liebe! Ich bin gerührt und nicht geschüttelt. So. Einer. Eins, zwei, drei. Kochen. Drachenfrucht. Später. So. Warte mal, wo war der Sumpf? Ist das da unten ein Sumpf? Keine Ahnung. Irgendwo gab es einen Sumpf. War das ein Sumpf? Ja, da war ein Sumpf. Wir gehen jetzt mal auf Tour nach Spinnenseide. Ich nehme jetzt hier nur noch das Zeug mit. Mich irritiert, dass noch keine Hunde hier waren. Mal überall Zeug angepflanzt. Ja, ich glaube schon. So, kurz zu den Schweinen. Ich spüre Liebe. Ich möchte ein Schwein knuddeln. Nein, das lasse ich lieber. Wer weiß, wie die reagieren. Könnt ihr nicht mal hier spinnen? Ja, ja, genau. Genau, die Frau. Ja, 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 ja. Oh, das arme Schwein. Ich glaube, das überlebt es nicht. Ich glaube, die Schweine überleben es nicht. Ihr müsst angreifen. Greift an. Ich brauche Spinnenseide. Ah, das nehmen wir natürlich auch mit hier. Nein, nicht mich. Nö, nö. Hat er es getötet? Geh mal weg da. Ja. Da ist noch eine Schweinehaut, die nehmen wir auch mit. Da ist eine Spinnenseide, die nehmen wir definitiv mit. Helf mal den Schweinen. Ja, ja, nein, nicht das Essen. Da. So.
Das war doch schon mal lohnend. Das hat schon mal gut geklappt. Was ist denn eigentlich, wenn wir das hier abbauen? Dann wird irgendwas draus, keine Ahnung, aber auf jeden Fall nichts Spannendes. So, da hätten wir schon mal die Schweine. Warte mal. Ist hier ja nichts, ne? Jetzt ist hier ja nichts. Das heißt, ich könnte jetzt mal hier. So, macht es kaputt. So, jetzt haben wir schon mal die Schweine vor den Spinnen gerettet. Das muss ja sein, sonst gehen die Schweine nämlich irgendwann drauf. Als ob ich die Schweine vor den Spinnen gerettet hätte. Eigentlich nicht. Irgendwo muss hier ein Sumpf sein. Jetzt wird es auch schon wieder bald dunkel. Naja, okay, gehen wir nochmal zurück. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch Zeit, ist okay. Aber am nächsten Tag, jetzt habe ich ja sowieso erstmal genug Spinnenseide. Jetzt können wir eine Angel bauen. Wir wollen ja sowieso eine Angel bauen und dann können wir da unten hingehen. Oh, ich nehme viel zu lange auf. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ah! Ist dunkel.